Leonardo DiCaprio hier zu meiner Rechten. Habe ich nicht verstanden, welche Marmeladona haben wir? Keine. Welche Marmeladona? Sag mal, was soll ich jetzt machen? Ich kann nichts machen, ich weiß nicht, ich bin immer gleich, da habe ich Hunde, da du sollst einfach schreien ein bisschen. Ey, yo, wie ist gut, was fucken wollen, Girls? Test, Test, wollen Sie auch jetzt? Sei gegrüßt. Servus, grüß Sie. Ja, meine lieben Homies, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute Special Guest Leonardo DiCaprio hier zu meiner Rechten. Und vier Sub-Hälften, aka auch zwei ganze, 230 cm Subs. Intensives Anstauen. Verliebt! Und ja, heute ein neues Format, ich habe mega mehr Bock drauf, und zwar kleines Wettessen, und der Verlierer muss dann irgendwo anrufen und hat aber oder bekommt von dem Gewinner fünf Worte vorgegeben, die man in diesem Gespräch mit wenden muss, ohne dass es aber auffällt, dass es dabei ist. Yes! Ja. Oh yeah! Wollen wir eine ASMR-Session ziehen? Bist du der Erste, der eine schöne ASMR-Session mit mir zieht? Boah, Digga, ich muss ganz ehrlich sagen. Okay, das ist groß. Einmal reinbeißen. Ja, kennst du das Meme, wo der Typ so redet, Fußball und dann so? Ja. Yeah. And what's your prediction for this game? I think, oh. Or tell me something your mom doesn't know. Tell us something your mom doesn't know. Yeah. Oh. Digga, das dazu. So. Wir haben es geschafft! Die erste Person! Dafür kriegst du nachher den schönen Kurs. Dafür darf ich mir das rein genehmigen. Liebe, sagt sie was dagegen aus, Mann. Du kennst meine Meinung dazu. Ja, ja, genau. Ich sag mal so, uns ist eh schon vergeben durch Jesus. Nicht Spaß, okay. Freunde. Ein Sub, ich hab Bock drauf. Ich hab übelst Hunger, wenn ich aus dem Gym komme. Du hast auch übelst Hunger. Ich hab wirklich übelst Hunger. Ey, mein Bauch, das Ding ist, du musst halt wissen, also zum einen, was passiert, kann man nie wissen. Sie sind immer noch am Sneak dessen. Aber... Der jetzt. Nee, das war's. Achso, ja, du wolltest nicht sagen. Du wolltest einfach nur sagen. Ja, wollen wir sagen, geht los? Wir machen, ja, Timer rückwärts von 5. Okay. Also 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Tell me more. Fuck me. Ich war schon wieder viel zu sehr sexualisiert. Ey, Max, was hab ich dir gesagt? Gut, hab ich leider gerade, Mann. Schade, Mann. Ey, was soll ich sagen? Mal gut. Nee, aber falsch, das mal wieder. Tschüss aus dem Video. So, also, wir haben jetzt gesagt. Also, das Ding ist, willst du jetzt irgendwo anrufen? Okay, zeig mir mal die Worte. Okay, also die Wörter sind Haumröhre, Blitzpiepe, Marmeladendöner, Rindfleischetikettierung und Alarm im Daumen. Alarm im Daumen? Also, ich würde sagen, damit hast du auf jeden Fall die Qual der Wahl. Also du, ich weiß, wir sind so fair, ich bin fair enough und ich gebe die Wahl, wo du anrufen willst. Ja, ich habe eine Idee, warte, gib nochmal her, zeig mir nochmal die Worte. Ich muss halt und aber... Du musst das Gespräch weiterführen. Ja klar, ich muss ja, ich darf ja nicht einfach sagen, hier. Das würde ich sowieso nicht empfehlen, von dem her, aber... Ey. Ja, hallo, willkommen bei Domino's, Sie sprechen mit Ronny, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo Blitzpiepe, ich... Ich habe eine Frage. Und zwar war ich letztens in einem Domino's-Laden, nicht bei euch, aber ich bin jetzt gerade hier in Zwickau, deswegen wollte ich einfach mal melden. Und da habe ich draußen gesehen, dass es einen Marmeladendöner gibt. Oder mir hat zumindest jemand erzählt, dass man einen Marmeladendöner bei euch kaufen kann. Und da wollte ich mal... Den haben wir leider nicht mehr drin. Der war nur bis vor 2 Wochen im Angebot gewesen. Schade. Okay, gut. Die haben jetzt raus. Habt ihr rausgenommen? Ja. Okay, ja, schade. Ja, haben wir rausgenommen aus dem Sortiment. Okay. Sorry. Alles klar. Gut. Vielen Dank. Mach's gut. Bitte, ciao. Nee, machen. Nee, das war durch bei dem. Weil der hat gecheckt, dass das Bullshit ist. Bist du sicher? Ja, also. Ja. Weil sonst hätte er nämlich nicht gesagt, der haben wir vor 2 Wochen rausgenommen. Döner, Memos Döner. No way, ich hatte das auch im Kopf. Ja. Ich kann es nicht sagen, ja. Memos. Impressum. Aber du kannst, normale Menschen werden einfach bei Google Maps oder bei Google eingeben und dann kommt die Nummer. Du gehst erst auf den Impressum. Ja, stimmt.
Hier ist sie halt. Hallo, hier ist Reuter. Hallo. Kurze Frage, Fitzpiepe. Und zwar habe ich letztens angerufen und einen Marmeladendöner bestellt. Den hat dann. Was du noch bitte? Ich habe letztens angerufen und einen Marmeladendöner bestellt. Und mein Kollege hat den noch abgeholt, hat den auch bekommen. Und ich habe den dann gegessen. Aber seitdem habe ich ein bisschen Alarm im Darm. Und ich glaube mal. Ich habe Darmprobleme. Habe ich nicht bestellt, welche Marmeladendöner haben wir mehr? Keine. Welche Marmeladendöner? Ich habe den bestellt und mein Kollege hat den auch vorbeigebracht. Aber... Ja, und was gibst du? Naja, und seitdem habe ich ziemlich Bauchschmerzen. Also ich habe ziemlich Alarm im Darm. Und ich wollte fragen, ob ihr vielleicht das Rindfleisch-Etikett gelesen habt. Weil das kann sein, dass das Fleisch vielleicht ein bisschen schlecht war. Ja, das ist Rindfleisch. Das ist zwei verschiedene Fleisch, ein Hähnchen und Kalb. Ja, und ich habe jetzt die Frage, ob ihr vielleicht... Keine Moment. Ich habe jetzt... Keine Moment. Ja, meine Frage ist... Also, wie gesagt, ich habe mir diesen Döner halt eben bestellt und den zu Hause auch gegessen. Und jetzt habe ich aber ziemlich Bauchschmerzen. Weil ich glaube, bei dem Rindfleisch, da war irgendwas dran. Das hat irgendwie auch nicht ganz koscher geschmeckt. Und ich weiß nicht genau, was das war, aber ich habe die Vermutung, dass ihr die Rindfleischetikettierung an der Verpackung nicht richtig gelesen habt. Traut ihr noch neue Fleisch, der Salat ist neuer? Ich weiß nicht, vielleicht hast du bestimmt was falsch gegessen. Ich weiß, also, wie gesagt, seitdem ist das so. Also, wie gesagt, es war jetzt vor 2 Tagen und ich habe auch seitdem... ganz normal gegessen, aber seit diesem Abend, wo ich diesen Marmeladendöner gegessen habe, ist irgendwas in meinem Darm und ich habe auch fiese Probleme mit meiner Harnröhre. Bitte? Ich habe auch fiese Probleme mit meiner Harnröhre. Also wenn ich pissen gehe, dann tut es schweinig weh. Nee, vor ungefähr 2 Tagen. Also ich weiß nicht, wie gesagt, ich glaube mal, das liegt daran, weil ich irgendwie die Rindfleischetikettierung nicht richtig gelesen habe. Nein, das geht überhaupt nicht sowas, ne? Das ist bestimmt aus der 2 Tage früh gegessen und immer noch Schmerzen gekommen, dass ich weiß nicht, vielleicht weiß das Marmelade oder was gegessen. Weil bei Donut ist früh Energie vielleicht getraut, ne? Musst du das ablesen? Aber da muss irgendwas drin gewesen sein. Und sag mal, was soll ich jetzt machen? Ich kann nichts machen, ich weiß nicht, ich bin immer gleich, da habe ich Kunde, da Leute hier, ne? Habe ich nicht von einer Kunde sowas gehört bis jetzt, ne? Ich weiß, aber das... Habe ich erst einmal sowas gehört, ne? Ich weiß, du, weil jeden Tag mindestens, du weißt das Bescheid, ne? Bei uns Leute kommen schlanger, sowas, ne? Aber kann sein, dass alles passiert, aber ich weiß nicht. Alles klar? Ja, ich wollte auch nur Bescheid geben, ne? Wollte nur Bescheid geben. Okay, alles klar, dann weißt du Bescheid, ja? Alles klar, einen schönen Abend noch. Mach's gut, tschüss. Alter, der ist richtig steil gegangen am Ende. Vergib mir, ja.